Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Hofbergmann im Projekt Access Lohnunternehmer. Stroh sammeln, Stroh sammeln, Stroh sammeln. Auftrag ist Auftrag. Ich weiß aber gar nicht, wie viel Fuder wir weggebracht haben. Ich glaube zwei bis jetzt, ne? Ne, eins. Also ein Fuder. Und wo? Erste. Haben wir schon das zweite Fuder weggekippt. So, der ist voll, das ist gut. Das, was jetzt interessant wird, ist gleich bei 80%, ob der Drescher das macht, was er machen soll. Und sich den Anhänger suchen. Ich hoffe. Ich würde es jedenfalls feiern. Aber wie ich Curseplay kenne, ist es dann wieder so, oh, irgendwo steht ein Anhänger, da fahre ich jetzt hin. Da lade ich ab. Ob du willst oder ob du das nicht willst. So, jetzt haben wir den zweiten Strohfuder. Muss ja alles bezahlt werden. Prozent, das wird spannend. Er drischt aber noch. Ne, er tankt, er macht es tatsächlich. Es funktioniert. Es funktioniert. So. Wir gucken mal kurz, ob der Vario schon ansatzweise in der Nähe von Feld 1 ist. Jawohl, ist er. Wir können den Helfer ausmachen. Und mal kurz den Schwader beiseite stellen. Und jetzt geht die große Suche nach dem Setter los. Irgendwo muss der sein. Der stand vorhin, wo ich ihn gesehen habe. Da. Genau hier werden wir uns. Werden wir ihn uns auch wiederholen. Merci, merci, merci. Und auf geht die wilde Hatz. Ab zu Acker 1, eben schnell zettern. Das ist cool, dann braucht man sich fast gar nicht mehr drum kümmern, um den Drescher. Ich habe keinen Zugang zu dem Land, aber... So, guck mal, am ersten Wegpunkt. Und jetzt müssen wir ihm aber nochmal kurz die Cosplay-Einstellung anheben. So, zack. So läuft das hier. Ich weiß noch nicht, ob wir Gäste zwischendurch wegbringen müssen. Sollten wir.
Natürlich auch den Ladewagen anschalten, ne? Das ist geil. Ladewagen einschalten wäre echt vom Vorteil. Glaube ich. So ein No Command ist aber auch schlimm, schlimm. Ich glaube, hier hatte ich angefangen und dann habe ich den liegen gelassen. Aber das ist gut, wir müssen sowieso hoch und runter fahren hier. So, guck mal. Dann drehen wir gleich wieder um. Und fahren dann wieder Nummer. Was mich jetzt interessiert natürlich an dem selber abtanken, wie viel was wollte ich sagen? Also was bleibt dabei über, wenn er fährt er danach weiter, wenn er jetzt nicht alles abladen kann, so ist richtig. Mein Gott, war das gerade Wortfindungsschwierigkeiten, ey. Alter Schwede, so. Da liegt noch ein Krümel, den dürfen wir nicht liegen lassen. Alles Geld, alles Geld. Geld, Geld, Geld. Stückchen zurück. Und dann zack, weiter geht's. Naja, das wird unsauber. 67%. Der andere ist immer noch dabei und fährt. Das ist super gut. Jetzt habe ich 100 Euro für Diesel berechnet beim letzten Mal. Hm. Vielleicht ein bisschen wenig. Vielleicht sollte ich mehr Diesel berechnen. So 500 oder so. Aber wie man sieht, es reicht nicht mit zwei Treckern. Es reicht nicht. Ich muss, glaube ich, wirklich den Kreditkram komplett ausschöpfen. Anders funktioniert das nicht. Interessant ist natürlich, was ist, wenn voll? Gehört das dann mir? Kann ich das verkaufen?
So, er macht das alles fein. Er hat auch da, ist er auch hingefahren. Super cool. Aber Heuwenden dauert echt lange, ne? Aber wenn du Futter brauchst, musst du Heuwenden. Anders geht's nicht. So, wann Blinker aus? Wir wollen mal kurz eben ein bisschen Gerste wegfahren, sonst macht Geralt hier nicht weiter, glaube ich. Macht er aber gut, ne? Das würde der Rübenroder ja theoretisch dann auch tun, ne? Fällt mir, dass das geht. Warum komme ich eigentlich nie vorher auf sowas? Und immer nur durch irgendwas. Oh, ich habe was gelesen. Warte mal, wir probieren mal aus, ob es geht. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn voll? Fährt er arbeiten. Na, siehst du. Ja, so ein Feini. Das wollten wir doch. Genau so wollen wir das doch. So werden wir doch Kumpels. Jetzt fährt er mir hinterher mit 20. Fährt vor allen Dingen schön nicht durchs Getreide. Weiß der Anhänger ist ein bisschen zu klein, ne? Obwohl, da steht ja schon drauf, 2XL. Also größte wo haben. Oder größte wo gibt. Größte wo gibt ist auch gut, ne? Ein super Spruch. Kann man hier durchfahren? Ne, leider nicht. Okay. Na, alleine hier Autodrive-Kurse zu machen, ist ja auch schon übel. Wir können ihn hier noch einfach, glaube ich, mitten in die Mitte reinstellen. Ich denke, das geht. Wende, glaube ich, immer. So. Da bleibt er stehen. Fährt er bestimmt dann hin. Wie cool. Das funktioniert. Das amused mich jetzt gerade voll. Muss man irgendwie das Mikrofon hier so ein bisschen, wenn das jetzt knackt, dann tut mir das leid. Und das Mikrofon ein bisschen anders hinstellen. Klicky klacky. Gar nicht gesehen, ob wir irgendeinen Spart angefangen haben. Doch, wir waren da vorbei, ne? Also da waren wir am Ende. Ziemlich. Ziemlich am Ende. Den ganzen Tag schon ein Ohrwurm. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Das ist so bescheiden, ehrlich. Ich hatte das Spiel aber nie. Ich meine, das ist ja auch vor meiner Zeit. Ich bin ja jetzt 27. Aber
da schon mal gehört von. Vor allem geil, auch bergauf ein bisschen. Das brauchst du mal ein bisschen Motorleistung mit so einem Ladewagen. Gut, dass ich den Ladewagen benutzen konnte, weil kaufen schwierig. Arm wie eine Kirchenmaus, also. Ich glaube, das ist geht auch mit jedem Lohnunternehmer, wenn es nicht unbedingt reif ist. Alles nur Bank. Bank, Bank, Bank. Bank hier, Bank da, Bank alles. Bank bezahlt. Bank macht. Achso, muss nochmal bei Gerst den Strich machen. Haben wir jetzt hier dreimal. Und Strohfuder? Man weiß es nicht. So, das Ding hier geht zurück. Er hat aber fein geladen. Der macht das. Am Feldrand ist der, glaube ich, ein bisschen effektiver. Der Anhänger. Wir gucken mal einmal, was der Kumpel hier macht. Fährt jetzt auf die Bahnen sowieso. Okay. Das ist cool. Den kenne ich. Nicht. Hat er weggesaugt, jawohl. So ein Feini. Rapunzel. Und 100%. Nicht mit den Rädern drin gewesen. Kann natürlich zurückspulen. Ist nicht. Wie kriegt man das Stroh da wieder raus? Und da reinfahren. Würde ich mal schätzen.
Hören ist krass. Also von der Menge an Strom. Ich weiß zwar nicht, was man mit so viel Strom machen möchte, aber... Ja, Kunde ist König. Ne? Und wenn er möchte, dass wir den Vorgarten umgraben, das machen wir dann auch noch so. Aber mit dem großen Träger alleine Vollgas. Sollte gehen. Meiner Meinung nach. Und das, was heute noch geklärt werden muss. Also gleich mal eben kurz über einen Anruf. Wenn zwei nicht vorher noch gedüngt werden muss, ich kann im Moment nicht düngen. Ich habe keine Kapazität für Dünger. Beziehungsweise auch gar keine Geräte. Fällt mir auch gerade mal ein. Oh, der Drescher scheint fertig zu sein, ne? Jo. Der hat diesmal nur ein kleines Stückchen liegen gelassen. Und cool, wenn nicht so viel liegen bleibt. Ich werde jetzt noch eben fein abtanken und dann sagt er wahrscheinlich, ich bin fertig. Und dann geht's ans Haferfeld. Hüpfen hin und hüpfen überall. Baugewände, wo hier wegfahren. Das fährst du ja immer wieder hin und her. Kannst du lieber einmal am Anfang kurz eben ein bisschen Klatschiff machen. Ist aber bei mir auch so gedacht. Jetzt ist der Drescher nämlich fertig. Ach, und dann meldet er sich auch noch fertig, obwohl er... Das ist ja cool. Und sagt dann erst, nachdem er selber entladen hat, ich bin fertig. Oktite, ehrlich. Finde ich voll cool. So. Was haben wir? Das ist ein Liter gewesen. So, kurz auf den Arbeitsplan schauen. Ich glaube, die 4 war... Mal gucken. Okay. Die 4 ist mit Ballen pressen. Das heißt, da müssen wir schwaden vorher. Was denn eigentlich alles merken? So. Wir fahren den mal an hier. Wir haben gesagt... Auf der 4, 6 Meter, Fahrzeuge auf dem Kurs, 4 Vorgewände, machen wir nur 3, das ist ein bisschen besser. Jawohl. Am ersten Wegpunkt. Oh, Hafer ist viel. Hafer ist richtig viel. Wir stellen hier aber auch mal eben kurz die automatische Entladung ab. Jo, dann bleibt er nämlich stehen, das ist mir lieber.
Können wir wieder einschalten, nachdem er 2-3 Vorgewände gefahren hat. Und dann ist alles cool. So, Helfer J hat die erfolgreich beendet. Das heißt, der ist fertig. Der ist nämlich jetzt erstmal wichtiger. Wir müssen mal kurz gucken, ob hier alles... gesettet wurde. Na, jetzt schon. Das ist nichts von uns. Ja, ist auch alles sauber. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal kurz eine Runde vorschwaden. Badeln. Bevor wir ihm dann sagen, Kurs Schwad auf Bahn beginnen, 2 Vorgewände. So luftet. Tada. Ich kann nur leider noch keine Rechnung stellen. Doch, warte mal, für Dings kann ich schon eine Rechnung stellen. Für Feld 2. Machen wir doch mal. Nee, können wir noch gar nicht. Warte, dann muss ich mal eben kurz gucken. Gerechnungsdetails, Zettern, Diesel. Schießen. Passt. Neue Rechnung. Der Hof. Ich will mal eben kurz was gucken. Transportfahrten. Nee. Ballen liefern. Stelle säubern. Fütterungsarbeiten. Mähen, häckseln. Entengetreide. Vorschneiden, striegeln, walzen. Mäulchen pflügen, grobern, Steine sammeln. Säen, Kartoffeln, walzen, striegeln. Organisch düngen. Künstlich düngen. Gibt es kein? Wo sammeln? Was machen wir da denn? Ich würde sagen, wir machen... Nee, Pressen gehen ja nicht. Das ist ja schwierig. Minen ernten. Vorschneiden, walzen, säen. Brüchen, pflügen, grummeln, Steine sammeln. Essen, Mähen, Zettern, Schaden, Ball entwickeln. Fütterungsarbeit, Steine und Schnee räumen, Handarbeitskraft, Schaufelarbeiten. Bäume pflanzen, Bäume fällen, Stumpf entfernen, abfahren. Kilo fahren, Lieferung, Transportfahrten. Runde eine kann ich an ihn, ja, muss ich, weiß ich noch nicht. Übel. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du es noch nicht getan hast und willst wissen, wie es hier weitergeht, dann lass ein Abo da, das Ganze kostenlos. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist. Wenn es heißt, Dinge mit Axie auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.